Jo Leute und willkommen zu einem Part von Shakes and Fidget. Heute haben wir Montag, für euch Dienstag. Und ja, die alle habe ich heute schon gemacht. Ich habe außerdem ein neues Pad gefunden. Auch noch ein schönes Erdpad, womit wir unsere Intelligenz verstärken. Aber, das können wir jetzt auch gleich reinmachen. Das müsste dieses Bock-Ding sein, Rambock. Aber das Problem ist, dass wir das Feuerpad leider heute nicht bekommen haben. Denn ich hatte in der ersten Quest diesen Spalterkennen drin. Hab danach, davor das Habitat gelegt und dann ist das Pad rausgekommen. Es wäre eigentlich schlauer gewesen, erst das zu machen, da hätten wir es auf jeden Fall. Und montags ist halt nur einmal in der Woche. Alu habe ich halt auch nur 100, mache ich eigentlich immer nur in der Woche. Aber wir könnten eventuell, ja, einmal nachdrücken. Ich habe nur noch 10 Minuten Zeit, dann auch ein bisschen schnell oder eine Erdbeere skippen und hoffen, dass es hier irgendwo dabei ist. Ich gehe jetzt mal auf kurze Quests. Ja, in meinem Glück ist es wahrscheinlich nicht dabei. Aber wir werden doch ein bisschen, ja, ein bisschen Alu machen. So, jetzt haben wir wieder drei Erdbeeren. Da habe ich echt Glück gehabt. Ich hatte gestern so viele über. Und habe wieder drei Stück für morgen. Heißt nochmal morgen drei Level erhöhen. Ist, denke ich mal, auch sehr nice. So, in der Gilde melden wir zur Verteidigung. Machen den Dämonenportal-Try. Und jetzt kann ich auch in die Läden gehen. Da war ich heute noch nicht drin. Von daher könnten wir hoffentlich mal Intelligenz. Tränke finden. Leider nicht. Aber ein Geschicktrank. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ist jetzt egal. Aber sonst ist auch nichts dabei. Okay. So. Ansonsten ist eigentlich ganz gut. Die Quest lassen wir jetzt auslaufen, weil die halt eine kurze Quest ist. Post. Wollte ich. Ach, genau. Gut, dass es jetzt blinkt. Hier den lieben Mr. Unbekannt. Mal kurz hier, zack, angucken. Mr. Unbekannt bewerten. Er hat gefragt, also ja, Level 46 momentan schon. Gut dabei, 300 Alu-Spieler. Ja, das Equip ist eigentlich, ja, ganz gut. Du kannst halt hier das Epic auslassen, das ist schlechter. Das hier ist jetzt nicht auch nicht unbedingt so gut. Du kannst schon 130er Steine reinmachen. Aber ansonsten, das auch. Ja, aber klar, dass du jetzt schnell vorankommst. So, ansonsten sieht es doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Skillung ist auch nice. Du hast halt vielleicht ein bisschen wenig Glück, aber gut, das kommt mit der Zeit. Du hast ja auch kaum Glücks-Items. Ansonsten ist es echt ganz gut. Mal gucken, ob du schnell aufholst, ob das alles klappt. Bin auf jeden Fall gespannt. So, ja, Fest und kein Kampf, schade. Da ist momentan irgendwie auch nichts drin. Ich hoffe nur, dass wir das Pattern noch finden. Ich spiele jetzt die Alu noch mit den Sanduhren runter. Wir haben eh genug, damit wir einfach das blöde Pad finden. Ich habe keinen Bock auf nächste Woche zu warten. Und so bekommen wir auch einen Rudelbonus, was jedes Pad nochmal verstärkt. Von daher wäre das gar nicht so verkehrt. Ja. Das wäre auf jeden Fall dieses Pad hier. So. Dann können wir erstmal einen Arena-Kampf machen. Vielleicht mal heute ein bisschen hier kämpfen. Der könnte schaffbar. Ja. Schaffbar sein, wunderbar. Und was für Sammelalbum bekommen, auch ganz gut. Das wird eh noch lange dauern. Hier können wir das Dämonenportal angreifen, 100%. Jupp, 2% gezogen, wow. Das ist natürlich noch lange nicht drin. Aber wir haben hier noch einen Dungeon offen. Ich glaube, ich habe auch noch ein bisschen was geschafft. Also die andere Post lese ich auch gleich noch. Erstmal hier schnell die Quest. Oh, einen Pilz bekommen, dann hat sich das schon alles gelohnt. Aber wir kriegen es einfach nicht. Ja, als ob wir so ein Pech haben. Die Quest ist gut. Nimm es mit, Zeit habe ich noch. Ich weiß auch nicht, was los ist. Dover Kin, hoffentlich ist es nicht wegen der Gilde irgendwas. Okay. Egal. Also es war einer aus unserer Gilde, wie es aussieht. Dann kann ich den doch einfach mal löschen. Ist auch egal, wir sind eh wieder. Ah, wir sind 48 Mitglieder, okay. Sind wieder zwei gegangen, schade. Echt schade. Gut, kriegen wir bestimmt wieder rein mit der Zeit. Heißt, zwei Plätze frei. Ist auch nicht so tragisch. So, okay. Dungeon. Dungeon, achso, das wollte ich erstmal zeigen. Hier, grausiger Giftkremlin, den habe ich geschafft. Achso, nee, das war ja schon länger her. Unheiliger Mönch war der letzte. Den habe ich noch geklärt. Dann habe ich zweimal knapp den Vulkangeist gehabt. Das war ein Hit gewesen und er hat zuerst angefangen. Heißt, das war wirklich knapp. Und hier, nochmal, auch knapper Try. Dann habe ich außerdem noch hier zwei Habitate gemacht. Den Upstock, das war halt von gestern. Und heute Morgen den Rambock. Und 6:19 Uhr. Und dann habe ich auch die Quest
drin gehabt. Das war natürlich leider der Fehler. Ja, ansonsten, ich habe schon irgendwie Lust, den Vulkangeist zu schaffen, ja. An sich sind die anderen, glaube ich, auch machbar. Wenn wir hier schon bei 5 sind, hier bei 4. Der Bigfoot ist ein Stärkegegner. Vulkangeist auch und gibt einen Epic. Ja, wir probieren mal den Vulkangeist, Leute. Der ist mir irgendwie lieber. Wenn wir critten, ist es machbar. Nein, nicht er. Ja. Sieht. Nee. Leider nicht, aber ihr seht es ja, ohne einen einzigen Crit von mir. Ja, es ist möglich, mit ein paar Pilzen wäre drin, aber brauche ich nicht. Die Zeit drängt nicht. Ich komme da auch so ganz entspannt voran. Oh, hier sehen wir auch Leute, die geleftet sind. Der Protex auch. Alles klar, die Gilde ist irgendwie auch. Ah, lol, okay. Auch nicht schlimm. So, noch 200 Minuten. Die können wir natürlich noch abwarten. Ich würde das Pet, wenn möglich, heute schon noch bekommen. Jo. Ansonsten, achso, Glücksrad, stimmt, da wollte ich auch gerade sagen, da können wir nochmal hier schön. Ja, und Pilze natürlich noch farmen. 20 mal drehen, das ist auch gut, schade. Ich dachte jetzt eine Int-Waffe. Ich kann schon deutlich bessere finden, da verkaufen wir die einfach mal kurz. Zack. Pilze wären mir ganz lieb. Gegenstände sind auch eigentlich, ja, nie so verkehrt. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was die Hexe will. Ringe, okay, kann weg. Na, wieder, lol, was ist halt los? Heute gibt es Gegenstände, Leute. Das ist an sich, naja, eigentlich nicht so toll. Man braucht es nicht unbedingt. Dann ist einmal Gold, kleines Gold vor allem, deutlich besser. Wieder ein, aber ein Ring. Ringe können wir ja heute für doppeltes Gold verkaufen bei der Hexe. 5000 gibt es sogar. Das ist doch ganz gut. So, noch eine Waffe. Alles klar, Mann. Okay. Das ist eine wirklich. Oh Gott. Ja. Die nehmen wir definitiv. Edelstein suchen. Eine schöne Ausdauerwaffe, die wird genommen. 522 Stats und vor allem der Damage, Leute. Diese Range. Da sage ich auf keinen Fall nein. Allein sie auszurüsten, müsste schon 170. 153. Gut, das ist jetzt verständlich. 127 bis 213. 100. Gut, das ist an sich jetzt nicht wirklich stark. Da ich aber schon 167er Steine finden kann, ist mir die Waffe schon deutlich was wert. Vor allem kriege ich 100.000 Leben mehr. Oh, er hat gerade geschrieben. So, bis in der Aufnahme und morgen kommt das Video für ihn. Zack. Wunderbar. So. Okay, ja, die Waffe ist akzeptabel, die lasse ich mir jetzt mal drin. Achso, ins Klo können wir gehen, das habe ich auch gerade vergessen. Aura 4, gestern gespült, leider wieder nichts bekommen, nichts Gescheites. Hier der nächste Ring. Moment, doch, den. Ist es ein Ring, oder? Jo. Das ist ein Ring. Rein mit dir, dann können wir den auch gleich der Hexe geben. Gibt zwar kein Gold mehr, aber an sich einfach nur, dass die Hexe genau ein bisschen weiterkommt. Das ist doch, denke ich mal, nicht so schlimm. So, hier, ups. Weiter ausrüsten, zack. Die Erdbeeren umrüsten, dann müsste die Quest ja auch jetzt durch sein. Hoffentlich kriegen wir den Spalter kennen wir noch. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, es ist an sich machbar. Wir haben heute auch ein paar Pilze bekommen. Heißt, es ist alles kein Problem. Lucky Coins sind halt echt nice. Ich werde auf jeden Fall noch weiterfahren. Komm, gib mir den Spalter Canyon. Nö. Ich weiß auch nicht, was los ist. Boah, die Quest ist gut, ey. Ja, ich nehme jetzt mal schön lange, gute Quests auch mit. Jetzt hoffe ich natürlich nicht auf dem. Ach, ich weiß auch nicht, was los ist. Gut, die Quest warte ich auch noch ab. Dann mache ich einen kleinen Cut, würde ich mal sagen, oder? Oder auch nicht? Hm, doch. Und wir sehen uns nach dem Cut wieder. Ja, die Quest wird ja jetzt eh noch ein bisschen brauchen. Ach, gar nicht, oder? Wir können ja noch ein bisschen drehen. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich habe gedacht, wir waren durch. Oh, da kam heute sehr viel von den Ressourcen zustande. Hier baue ich auch gerade die Befestigung aus. Jo. Ist an sich schon ganz gut. Und dann würde ich sagen, jetzt mache ich den Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So. Hoffentlich. Oh Gott, jetzt schmeckt. Ne, okay, ich starte schon. Hoffentlich. Leute, wir haben echt Pech. Irgendwie kommt die Quest auch gar nicht zustande. Ja, wir machen heute ein bisschen. Das ist ja an sich egal. Man verliert ja nicht wirklich viel, aber ich weiß auch nicht, was los ist. Komm schon.
Die will einfach nicht kommen. Ich verstehe es gerade auch nicht. Ich habe keine Lust, jetzt unbedingt alles zu verballern. Ja, wir haben einfach keine Ahnung, was ist das? Wir kriegen einfach die Quest nicht, ja? So. Ja, komm, ich gehe jetzt hier auf die kurzen. Beziehungsweise, nee, das wird nichts. Vom zeitlichen her haben wir jetzt nicht mehr so. Ja, wieder eine Erdbeere. Oh mein Gott, in einer guten 10 Minuten Quest. Okay, Leute, wir haben's. Das wird um. Ja, das endet um. um 49, lass ich jetzt durchlaufen. So, jetzt haben wir wieder Früchte. What the fuck, Leute, wir haben so viel Früchte. Verstehe ich echt nicht. Oh mein Gott, das ist knapp. So, okay, er hat doch zurückgeschrieben. Okay, oh, okay, hi, Yoshio. okay. Oh mein Gott, Leute, das ist irgendwie. Na gut, was heißt Raised? Ich meine, ich komme natürlich auch ein bisschen höher. Aber es war es wert. Ich würde das Pet haben. Das gehört nur montags. Die anderen muss ich dann auch so langsam wieder nachgucken, was denn hier schaffbar ist. Ich denke mal, hier auf jeden Fall noch ein bisschen was. 44, 41, ja. Hier könnte der nächste auch machbar sein. Ach, hier ist noch ein Winterpad. Von Feuer, okay. Das ist schon ein bisschen härter. So weit bin ich noch gar nicht. Heißt, das könnten wir noch diesen Winter, ich glaube, das geht noch einen Monat, finden. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Jo. Gut, dann sehen wir uns nicht nach einem Cut. Erst ein Arena-Kampf. Oh Gott, das ganze Gold wird erst festgelegt, Leute. Das ganze Gold wird erst festgelegt. Erstmal 10 mal auf Int. Auf. Jetzt gereicht. Nope. Schade. Aber nicht schlimm. So, jetzt können wir nochmal eben angreifen. 2, 8, 3, 4, 2. Den Magier Shrooms. Ist, denke ich mal, relativ heftig. Oh, der hat die Torte. Die habe ich noch nicht. Ja, wenn wir mal kritten würden. Komm schon. Meine Crit-Chance ist so. Oh Gott. So im Arsch irgendwie. 30% und kommt mir so vor, als ob ich 5% hätte. Ich kriegte sehr wenig, keine Ahnung. Warum? Ich könnte auch noch kurz warten. Vielleicht kommt noch ein schöner Festungsgegner, damit ich meine Ressourcen ein bisschen erhöhen kann. Zack. Okay. Jo. Da haben wir noch einen. Schön. 7000, 2000 nehme ich mit. Vielleicht noch was dazu. Okay. Nehme mit. Neue Truppen ausbilden. So. Gut, dann habt ihr heute mal echt ein langes Video. Es geht schon ganze 12 Minuten, aber ist noch nicht fertig. Ich will noch das Pad machen. Und dann sehen wir uns nach dem Cut wieder. So, die letzte Minute lassen wir jetzt noch ganz entspannt durchlaufen. Vielleicht findet sich hier nochmal irgendein Gegner. Nope. Oder ich könnte ja im Prinzip einfach mal angreifen. Jawohl, dann können sie mich gegen angreifen. Aber so kann ich schnell neue Gegner finden und ich verliere sowieso nichts, weil ich ja ein dauerhaftes Schild drin habe und so kriegen wir schnell die Zeit rum. Also das hat echt ideal gepasst mit den Quests, ja. Also was heißt ideal gepasst? Ich habe es ein bisschen durchgeskippt, aber ja, es ist noch knapp gut ausgegangen mit der letzten Quest, die 10-minütige. Es ist genau 2 Minuten vor 18 Uhr fertig. Es müsste auch passen, Tagesbeginn, ne? Jo, Tagsüber im Spalterkindchen. Da haben wir das Pad auf jeden Fall auch noch bekommen. So, letzten 40 Sekunden. Nice. Sanddorn habe ich auch nur 10 Stück verpulvert. Dafür haben wir auch noch ein bisschen Level gemacht. Und Pilze haben wir im Prinzip ins Plus. Sind wir ins Plus gegangen, da wir noch durch das Glücksrad ein paar bekommen haben. So. Die gucken wir uns jetzt noch schnell an. Jo, wir müssten ja eigentlich das Pad noch kriegen. Und, boah, da ist es. Wunderbar, Leute. Zack. Neues Pad. Direkt mal, ups, einsetzen. Nice. Das Kokofüll. Alles klar. Haben wir. Und es war, glaube ich, auch die letzte. Dann habe ich heute 100, na, 4 Bier, 180, genau, getrunken, passt auch, dann können wir doch jetzt, oh, die Quest ist auch schön, aber ist egal, ich mache Stadtwache rein, zack, okay, gut, damit ich sagen, was ist jetzt vom Video, wenn es euch gefallen hat, ich mich selber eine positive Bewertung und einen Kommentar freuen, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, um keine weiteren Videos zu verpassen, und ich hoffe mal, dass so eine Art von Video euch auch mal gefallen hat, ein bisschen länger, ein bisschen mehr gezeigt, bisschen mehr geredet. Ja, so wie es sein sollte. Gut, Leute, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Video.